Hi, wir nehmen euch heute im Rahmen der digitalen TU Nights mit zu einem exklusiven Schulterblick auf die faszinierende Forschung am Campus in Braunschweig. Wir sind hier am Institut für Computergrafik der Karl-Friedrich-Gauß-Fakultät. Und da denke ich natürlich sofort an aufwendige Computergrafik, an Spezialeffekte im Kino, ich denke an VR-Brillen und die neuesten Videogames. Es könnte also wirklich spannend werden. Ich treffe mich heute mit Jan-Philipp Tauscher. Hi! Nabend! Hi, DP. Ah, du bist ja noch hier am Machen. Hey, Jenny, grüß dich. Was machst du denn da? Alles für die Wissenschaft. Ich spiele gerade ein Spiel von unseren Studierenden, das sie entwickelt haben, damit man untersuchen kann, wie schnell man Sprachen lernen kann. Ah, wie praktisch. Dann könntest du jetzt zwischendurch hier einfach noch mal ein bisschen zocken und dann geht's wieder zur Arbeit, ne? Wenn es eh schon da steht. Aber es sieht auch so beeindruckend aus, diese riesen Kuppel jetzt hier. Was macht ihr denn damit, wenn ihr nicht spielt? Naja, eigentlich machen wir ja echte Wissenschaft. Es ist wahrscheinlich einer der beeindruckendsten Bildschirme, die man sich so vorstellen kann. So eine Art Mini-Planetarium. Das stimmt. Und wir nennen es Dome. Und normalerweise untersuchen wir hier, wie die menschliche visuelle Wahrnehmung funktioniert, indem wir hier virtuelle Welten projizieren oder auch echte Welten, je nachdem. Das können Fotos sein, das können Videos sein. Und wir schauen, wie wir uns gegenüber diesen Welten verhalten oder welche Aussage diese visuellen Stimuli auf uns haben können. Und braucht man jetzt trotzdem in dem Dome eine VR-Brille? Also macht ihr das mit den Brillen oder ersetzt der Dome die Brille? Nein, wir brauchen keine VR-Brille. Der Dome ist sozusagen die VR-Brille, unter die wir uns drunter setzen können. Eine normale VR-Brille setzen wir uns auf den Kopf. Das hat halt den Nachteil, dass wir die ganze Zeit so einen fetten Backstein vorne vorm Gesicht hängen haben. Das nervt. Und es drückt auch, ne? Genau, das drückt auch. Das passiert beim Dome zum Glück nicht. Und der Dome hat noch einen weiteren ganz großen Vorteil, und zwar können wir mehr sehen. Eine normale VR-Brille ist so ein bisschen Scheuklappen auf dem Kopf. Neuere VR-Technologien geben uns die Möglichkeit, immer so ein bisschen mehr peripheres Gesichtsfeld zu haben. Viel mehr geht da aber nicht als so ein Öffnungswinkel. Und beim Dome haben wir den großen Vorteil, es ist wie in der echten Welt, wir können fast rundherum sehen. Das heißt, wir können uns umdrehen und wir sehen, was eigentlich in der Peripherie passiert. Und wird mir in dem Dome auch weniger schlecht? Also ich habe beim VR-Brillen häufig das Problem, dass sich mir irgendwie der Magen umdreht. Ist das damit besser? Also das ist eins der anderen wichtigen großen Themen, die wir ja untersuchen, nämlich Simulator-Krankheit oder Simulator-Sickness. Und da geht es eben genau darum, was passiert, wenn wir was anderes sehen, als wir wahrnehmen. Das heißt, wenn wir eine Bewegung sehen, aber es findet keine Bewegung statt, weil wir sitzen hier auf diesem Stuhl und es passiert eigentlich nichts. Das ist immer der Moment, wenn mein Hirn und mein Magen sagen, wir sind raus. Genau, das ruft dieses Unwohlsein hervor und genau das untersuchen wir hier unter anderem auch. Das heißt, wir wollen schauen, wie müssen wir uns bewegen, wie muss sich die Szene mit uns bewegen, wie muss sich der Körper mitbewegen, dass das eben nicht passiert. Das kann hier gut stattfinden, weil wir eben uns frei unter dem Dome bewegen können. Andererseits haben wir aber auch die Möglichkeit, bestimmte Signale zu messen, die wir nicht messen können, wenn wir eine VR-Brille auf dem Kopf hätten. Beispielsweise können wir Menschen Elektroden an den Kopf kleben, um deren Gehirnwellen zu messen, während sie sozusagen an einer Simulation teilnehmen, was nicht ginge, wenn sie eine VR-Brille auf hätten. Und damit könnt ihr messen, wie viel Stress ich habe und was das mit mir macht? Genau, damit könnten wir sozusagen Stress quantifizieren, damit können wir quantifizieren, wie sich einfach bestimmte Wellenbilder im Gehirn unterscheiden von einer normalen Situation zu eben einer krankhaften oder Simulator-Sickness-Situation. Um dann eben zu schauen, wie können wir die Welt anpassen, damit eben die Effekte minimiert werden und es einem besser geht. Du hast ja vorhin erzählt, dass ihr auch studentische Projekte habt. Habt ihr da was Neues am Start? Darf ich mal was ausprobieren? Ja klar, unsere Studenten haben auf jeden Fall ein spannendes neues Spiel entwickelt. Dabei geht es um den Braunschweiger Karneval, der ja leider ausfallen musste, aber hier digital stattfindet. Okay, ich stelle mich hier an die, ist das die Startlinie? Ganz genau. Und du brauchst einmal diese Brille. Okay. Die gibt dir Orientierung im Raum. Und dann brauchst du diesen Spielecontroller. Aha. Huhuhuhu. Oh, huhuhu. Damit okay. Kannst du die Bonbon-Kanone steuern. Oh, und jetzt rennt es schon los. Welche Straße in Braunschweig soll das eigentlich sein? Hier, jedes Haus soll ich treffen? Genau, jedes Haus braucht Süßigkeiten. Zack, zack, zack. Und ihr kriegt auch welche. Haltet die Schirme auf. Los geht's. Grafik und Bonbons für alle. Ey, das haben eure Studenten. Oh, jetzt rennt aber richtig. So, und hier noch auf das Haus muss auch noch was drauf. Das haben eure Studierenden aber echt ganz cool programmiert. Das macht schon Bock. Jetzt brauche ich aber erstmal eine Pause. Danke, dass ich es mal ausprobieren durfte. Super gerne. Definitiv die coolste Art, Computergrafik zu lernen. Das hat schon echt Bock gebracht.
Und wenn euch die anderen Videos im Rahmen der digitalen TU Nights auch noch interessieren, dann besucht doch mal tunight.de oder checkt mal die Social Media Kanäle der TU Braunschweig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Thank you.